Edel und Haflinger 2006 geboren. Er ist im Sitz von Christine Walz, Mainz. Heute hier unter dem Dressursattel. Sandra Kappes stellt ihn vor. Am Stürmer hier unter dem Dressursattel. Aber, meine Damen und Herren, dieser Haflingerhengst, 8-jährig, im vergangenen Jahr bereits erfolgreich im Einspringerprüfung der Klasse S. Und mit dabei zwei Reinzuchthaflinge. Zum einen Achilles, der heute Tag gekürt wurde, und der andere Wonderboy. Einmal zu einem Stürmer aus seinem ersten Fohlenjahrgang hat er direkt der neuen Bundesländer Reserve-Sieger der Staatsprägenschau stellen. Hat auch 2012 zahlreiche hochprämierte Fohlen hier unter dem Dressursattel abstürmen. Aus dem Besitz von Eva Rahm die beiden unter dem Springsattel. Achilles. Heute auf dem vierten Unterzuchtgebiet, 5-jährig, hocherfolgreich bereits in der vergangenen Saison. Reservesieger seiner Körung, Siegerhengst seiner Leistungsprüfung in Stahl-Taura. Ebenfalls unter dem Springsattel Wonderboy, Wonderboy vom Winterstein, süddeutscher Körungssieger in München 2012. Und dabei haben wir bereits erfolgreich drin platziert bei seiner Hengstleistungsprüfung. Hocherfolgreich im Turniersport unterwegs ist, immer wieder ein Schnäppchen schlägt auf den Großpferdebeinen, siegreich auch in Springpferdeprüfungen der Klasse L mit ihren Haflingern gegen Großpferde. Springen.
Stürmer hier ganz gelassen, aber der Typ brillant, groß aufgemacht mit herrlich langer Haltung, dieser Edelblut-Haflinger, so oberfolgreich im Fahrsport. Alles gekürte Ängste. Achilles und Wonderboy im Besitz von Eva Raab, Armstürme im Besitz von Christine Brandt aus Mainz. Toll in der Leistung, hocherfolgreich, die Haflinger. Im Fahrsport, Dressursport, Sprintsport, in der Vielseitigkeit haben Sie sich einen Namen gemacht, die tollen Blonden. Dankeschön.